mit einem Gast aus Thüringen, Katharina König, zum Thema NSU-Untersuchungsausschuss. Mit dabei sind Leute von Fraktionen und damit alle auch in Aufnahme hören können, wer da ist, würde ich um eine kurze Vorstellungsrunde bitten. Katharina, magst du anfangen? Also ja, Katharina König, lieber bitte Katharina und duzen als irgendwas mit Siezen anfangen. Ich bin seit 2009 Landtagsabgeordnete für die Linke hier in Thüringen, und da zuständig unter anderem für das Thema Antifaschismus und seit 2012 Januar im Untersuchungsausschuss NSU, wobei das nur die Kurzform ist. Langform ist eigentlich der Versuch aufzuklären, inwieweit Thüringer Sicherheitsbehörden in das Ganze mitverwickelt sind. Olli, magst du weitermachen? Ich bin der Oliver, Oliver Höfinghoff, um genau zu sein, aber auch da gilt bitte Vornamen und wir kennen uns, also die meisten, die da gerade im Publikum sitzen, kenne ich lang genug. Ich sitze seit 2011 für die Piraten im Abgeordnetenhaus von Berlin und bin seit Juni 2012 Mitglied im Innenausschuss, also Langform, auch da Ausschuss für Innere Sicherheit, Sicherheit und Ordnung. Und in dem Kontext hatten wir auch da einige Berührungspunkte mit der NSU-Affäre beziehungsweise mit der NSU-Mordserie. Dazu Näheres am besten gleich später und nochmal weiter in der Vorstellungsrunde. Peter. Ja, Peter Soski auch nur normal. Peter, ich bin politischer Geschäftsführer in Baden-Württemberg und nicht Mitglied irgendeiner Fraktion. Ich beschäftige mich auch seit anderthalb Jahren intensivst mit der NSU. Bin auch Mitautor des Antrags hier in Baden-Württemberg, dass wir die Piratenpartei in Baden-Württemberg die Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz anstrebt. Damit der erste Landesverband der Piratenpartei ist, der sowas fordert. Die Gründe erzähle ich euch nachher. Bitte noch Netnerd, Daniel aus NRW, bitte. Daniel Schwert ist mein Name, Piratenfraktion NRW, Abgeordneter aus Köln, deswegen besonders betroffen von der NSU-Geschichte, weil es in Köln ja zwei Anschläge gegeben hat und wir da auf kommunaler Ebene sehr viel mit zu tun haben. Und ich habe auch im Landtag so eine Handvoll kleiner Anfragen dazu gestellt. In Nordrhein-Westfalen erfährt man recht wenig. Man hat eigentlich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen zu dieser Sache. Insofern finde ich hochspannend, was sich da seitens des Bundesuntersuchungsausschusses tut. Bernd TH und lebe auch hier in Thüringen und wir Piraten in Thüringen haben in unserem Programm schon bevor das ganze NSU-Zeug losging, die Forderung drin, Verfassungsschutz abschaffen. Aber zu dem Thema kann uns jetzt Katharina bestimmt viel mehr sagen und insbesondere auch zu den Hintergründen, wie sie sie hier im Untersuchungsausschuss vom Landtag in Thüringen erlebt. Bitte, Katharina. Also Untersuchungsausschuss, für mich war das selber auch eine ganz neue Sache. Ich wusste gar nicht, dass es die, muss ich eingestehen, ich wusste gar nicht, dass es diese Variante gibt, und vor allem, welche Auswirkungen die Variante eines Untersuchungsausschusses hat. Der ist im Januar 2012 von allen Fraktionen des Thüringer Landtags einberufen worden. Der Vorteil beim Untersuchungsausschuss in Thüringen ist es zumindest so, dass es ist ein Minderheitenvotum, reicht da schon aus. Wenn ein Fünftel der Mitglieder des Landtages einen Untersuchungsausschuss wollen, dann wird der eingesetzt. Beim NSU-Ausschuss war es jetzt aber so, dass da wirklich alle mitgestimmt haben, und seit Februar 2012 hatten wir jetzt bisher circa 50, ja, einiges über 50 Sitzungen, davon die Hälfte ungefähr mit Anhörungen. Anhörungen sind die öffentlichen, von denen man dann auch immer lesen kann, von denen man dann auch immer die lustigsten Zitate oder auch die zynischsten Zitate, je nachdem, hört. Das Entscheidende in Thüringen ist, wir hatten bis August, September 2012 hatten wir kaum Akten, auf die wir Zugriff nehmen konnten. Es gab exakt zwei Ordner vom Verfassungsschutz, und zwar zur sogenannten Operation Drilling. Also das ist die Überwachung, die in Chemnitz gelaufen ist gegen Tschepe Mundlos und Böhnhardt. Ansonsten hatten wir einiges an kleinen Materialien, also was damals nach dem Untertauchen von den dreien
über Anfragen, über Themen im Innenausschuss und berichtet wurde, herausgegeben wurde. Und dann hat der Innenminister Thüringens, der von der CDU ist, komplett umgedreht. Und das ging dann so weit, dass wir komplett alle Akten des Landesamtes für Verfassungsschutz bekommen haben, die ungeschwärzt, also seit dem Jahr 92 bis zum Jahr 2011. Und dass wir darüber hinaus komplett Einsicht in die Klarnamendatei der V-Leute rechts im Verfassungsschutz nehmen können und konnten, gemacht haben. Auf der einen Seite ist das wahnsinnig spannend. Also ich denke nicht nur ich, aber bei mir ist zumindest so, ich lese die Akten nicht nur im Hinblick auf NSU und im Hinblick auf die drei, sondern auch so ein Stück weit zu erfahren, was wusste denn der Verfassungsschutz in den 90er Jahren über Neonazi-Szene als solches und wie ist der Verfassungsschutz damit umgegangen? Und dann natürlich auch, was weiß der Verfassungsschutz heute über Neonazi-Szene? Ganz ehrlich, ein Stück weit schockt es, weil sie in bestimmten Bereichen sehr viel Detailkenntnisse haben, die sie aber überhaupt nicht analysieren und zusammenfügen. Und auf der anderen Seite zu, ich nenne es mal, freien Kameradschaften beispielsweise, gar nichts wissen. Also da taucht weder Name der Gruppe auf, noch tauchen einzelne Personen auf, als ob die nicht existent wären für das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz. Darüber hinaus ist, also versuchen in diesem Aktenwust, das sind zwei LKWs voll mit Papier, wenn man das ausdrucken würde. Das sind über 2 Millionen Einzelblätter, wenn es ausgedruckt vorliegen würde, komplett. Ist so ein Stück weit die Nadel im Heuhaufen zu finden. Also inwieweit war dem Verfassungsschutz bekannt, was die drei vorhaben? Inwieweit war dem Verfassungsschutz bekannt, wer sie unterstützt? War ihm bekannt, dass sie versuchen, Waffen zu besorgen? War ihm bekannt, dass sie Menschen umbringen? Und. Und da gibt es mittlerweile sehr viele Indizien, die darauf hinweisen, dass der Verfassungsschutz zumindest nicht so nichtsahnend war, wie sie das heute in den Anhörungen des Untersuchungsausschusses immer wieder von sich geben. Problematisch, wir bekommen die Akten nicht in die Hände nach Hause, sondern es gibt so einen extra Raum im Landtag, da sitzen extra Mitarbeiter, die eine extra Sicherheitsüberprüfung bekommen haben, die einem die Akten vorlegen, die beobachten einen jetzt zwar nicht, aber es ist natürlich eine Beobachtungssituation, wenn einem die ganze Zeit jemand gegenüber sitzt. Und zum anderen dürfen wir uns zwar aus allen Akten Mitschriften machen, aber nur die den Status NFD, also nur für den Dienstgebrauch haben, die Mitschriften dürfen wir uns auch mitnehmen. Alles andere, also dann Verschlusssache vertraulich, das VS vertraulich, geheim und streng geheim, dürfen wir uns zwar mitschreiben, wird aber in diesem extra Raum in einem Panzerschrank eingeschlossen und dürfen wir uns zu den Ausschusssitzungen geben lassen, beziehungsweise wenn wir eben wieder dort lesen gehen. Das heißt, der Kopf wird wahnsinnig beansprucht und fällt nicht nur mir schwer, das noch zu unterteilen, was war jetzt aus welcher Geheimhaltungsstufe eine Information. Also ich habe da kaum noch eine Möglichkeit, das zumindest in öffentlichen Veranstaltungen entsprechend klar zu machen. Und von daher sage ich, wenn ich die Akten nicht nach Hause bekomme, kann ich auch nicht garantieren, dass ich mit den Informationen entsprechend immer hundertprozentig richtig umgehe. Ansonsten in den Anhörungen selber ist es so, dass wir haben uns ja in Thüringen aufgeteilt, dass wir bis Jahre haben wir die Phase bis 1998, also bis vor der Durchsuchung der Garagen versucht, ein Stück weit zu erschließen und abzuhandeln. Das war schon Wahnsinn, weil wir hatten da unter anderem drei Leute, die in den 90er Jahren selber in Antifa-Gruppen aktiv waren und die erzählt haben und sehr gut die Atmosphäre darstellen konnten, wie das in den 90er Jahren war. Unter anderem auch dazu beigetragen, dass der CDU ein Stück weit bewusst geworden ist, inwieweit sie damit Verantwortung tragen für massive Übergriffe, Überfälle, Körperverletzungen, Landfriedensbrüche und. Und dazu halt Experten, also angefangen von Professor Funke aus Berlin über Annetta Kahane, Leute, die in den 90er Jahren schon in Thüringen das Problem erkannt und gesehen haben, um damals das mit öffentlich zu machen, aber genauso wie Antifa-Gruppen oder auch andere Initiativen da mehr oder weniger ignoriert wurden. Wir sitzen zu 9 im Untersuchungsausschuss plus jeweils entsprechend die Stellvertreter.
Die Abgeordneten selber müssen glücklicherweise keine Sicherheitsüberprüfungen über sich ergehen lassen, allerdings die Mitarbeiter der Fraktionen, sofern sie dann auch alle Akten mit allen Geheimhaltungsstufen lesen wollen. Und diese Sicherheitsüberprüfung ist natürlich, naja, also ich meine, das macht das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, überprüft, ob die Leute geeignet sind, in solchen Akten zu lesen. Das hat natürlich irgendwas sehr Technisches sozusagen. Das hat hier irgendeine Computerstimme im Hintergrund, die mich irritierte. Was da unter anderem überprüft wird von Landesamt für Verfassungsschutz, ist unter anderem, mit wem ist man in einer Beziehung? Wie sieht der Kontostand aus? In welchen Ländern war man in den letzten 5 Jahren unterwegs? Das geht schon sehr stark in die Privat- und Intimsphäre rein und ist eigentlich, finde ich, ist überhaupt nicht zu verantworten, dass irgendwelche Menschen von außen aufgrund solcher Informationen beurteilen, ob man in der Lage ist, mit entsprechenden Verschlusssachen, Geheimakten, wie auch immer, richtig umzugehen. Ja, im Untersuchungsausschuss ist, muss ich sagen, aber das höre ich auch aus dem Bundesuntersuchungsausschuss so, dass die Zusammenarbeit unter den Fraktionen nicht von Parteipolitik geprägt ist, also im Gegeneinander, sondern dass es schon ein mehrheitliches Interesse gibt, soweit wie es nur geht, zu versuchen aufzuklären. Und da habe ich definitiv sehr viel Respekt gegenüber der CDU im letzten Jahr gelernt, weil die sich wirklich sehr viel angelesen haben. Also von meinem Verständnis her kommen die halt aus ja, der Phase der Nichtwissenden oder dem Nebel der Nichtwissenden und haben es innerhalb von 12 Monaten oder 10 Monaten geschafft, sehr hoch zu kommen und sind da mittlerweile schärfer in ihren Fragestellungen und in ihrem ganzen politischen Einordnung, als es die Grünen oder auch die SPD sind. Zum Verfassungsschutz, da sind Martina Renner und ich, naja, so ungefähr einmal im Monat. Es ist sehr unangenehm, dort überhaupt hinzugehen. Also das Gebäude ist das eine, aber das andere ist das Wissen, was sich da drin aufhält und was da drin für Akten gesammelt werden. Das läuft so, dass man abgeholt wird, unten beim Verfassungsschutz von einem Verfassungsschützer, da im Fahrstuhl mit Daumenabdruck, also mit Fingerscan sozusagen, in die entsprechende Etage gebracht wird und dort die Akten vorgelegt werden. Witzig ist wirklich, direkt vor diesem Aktenleseraum steht ein Schredder, also das, was man so klassisch im Kopf hat, oder ich zumindest, dass die im Vorfeld, bevor sie uns irgendwelche Akten zum Lesen geben, nochmal durchschauen, was davon besser geschreddert werden sollte, hat sich sozusagen bildlich für mich zumindest bestätigt. Was wir im Untersuchungsausschuss machen können, ist denjenigen, die damals in den einzelnen Sicherheitsbehörden waren, also Polizisten, Verfassungsschützer, Sonderkommissionen der Polizei und eben auch politisch Verantwortlichen, von angefangen von Ministern über Staatssekretäre, zu versuchen, Fragen zu stellen, was sie denn wussten. Das Problem ist, ein Großteil beruft sich auf mangelndes Erinnerungsvermögen beziehungsweise auf das Alter, die Zeit und das wüssten sie alles nicht mehr. Und es ist so gut wie unmöglich, denen nachzuweisen, dass sie mehr wissen könnten oder dass sie auch mehr wissen müssten. Da sind die Rassisten auf alle Fälle von einer besseren Erinnerung geprägt als die Verfassungsschützer. Die erinnern sich zu 90% gar nicht. Und die politischen Verantwortungsträger sind sehr geschult darin, sag ich mal, sich rauszureden und entsprechende, ja, Wortphrasen anzuwenden. Was es heute keinem gelungen ist, ist, sich in einer Art und Weise zu entschuldigen oder eben auch Verantwortung zu übernehmen für das, was damals schiefgelaufen ist. Da waren ja 2 Polizisten, die das mal gesagt haben, dass ihnen das leid tut und dass sie selber die Frage stellen in ihrem damaligen Handeln, ob das ausreichend war, ob das genügend war. Als Untersuchungsausschuss hat man wenig Möglichkeiten, den Leuten mit etwas zu drohen. Also wir haben in Thüringen Untersuchungsausschussgesetz, das ist noch vom Jahr 1991. Und was wir machen können, ist, ein Ordnungsgeld zu verhängen in Höhe von 2000 D-Mark. Also so steht es noch im Untersuchungsausschussgesetz drin. Wir wollten das ändern, um eben mehr Zugriffsmöglichkeiten zu haben, um ja auch beispielsweise mehr Anhörungen durchführen zu können und. Das ist allerdings durch eine Landtagsmehrheit verhindert worden, die ja bei uns aus CDU, SPD besteht. Und so probieren wir es mit Provokation
in den Fragestellungen, probieren es mit Gegenüberstellungen von damaligen Materialien. Da ist, ich sag mal, was natürlich sehr vorteilhaft ist, sind die vielen Rechercheergebnisse sowohl von Antifa-Gruppen als auch aus linke Kreisverbänden, damaligen PDS-Kreisverbänden, die ganz viel Zeitungsmaterial von damals zum Beispiel noch haben oder ähnliches mehr und womit man dann ganz klar sowohl Herrn Röber als auch Staatssekretäre oder eben Polizei ein Stück weit vorführen kann. Ja, ansonsten ist sehr langatmig, was ich zumindest erhofft hatte und ich glaube, was sich viele erhofft haben, dass es gelingt, über die Untersuchungsausschüsse eine Aufklärung zu betreiben, gelingt nicht. Also diese Hoffnung habe ich zumindest aufgegeben, was die Aufklärung rund um Taten, Hintergründe und vom NSU anbelangt. Was aber gelingt, ist definitiv klarer zu machen und darzustellen, inwieweit Sicherheitsbehörden als solches und da natürlich an erster Stelle der Verfassungsschutz nicht funktionieren, wenn eben zum Beispiel über den Untersuchungsausschuss herausgearbeitet wird, dass der Quellenschutz vor Opferschutz geht oder dass ein Wissen, was man erlangt, nicht weitergegeben wird, weil man dadurch dann im Zweifelsfall die Topquelle Tino Brandt oder gefährden würde. Mal wieder so ein paar witzige Sachen am Rande, die passieren. Röber kennen ja bestimmt alle, aber dass die Klingeltöne der Diensthandys bei den Verfassungsschützern alle auf Mission Impossible eingestellt sind oder auch, dass der Fahrstuhl nicht nur beim Chef des Verfassungsschutzes, sondern auch bei der Putzkraft Daumendruck funktioniert. Da fragt man sich dann, also ich frage mich dann schon manchmal, ob das alles irgendwie so ein schlechter Krimi oder schlechter Science-Fiction-Film ist oder ob das noch irgendeinen, also Sicherheitsaspekt wirklich, wirklich beinhaltet. Ich glaube zumindest, also ich habe vorher nicht an Verfassungsschutz geglaubt oder den Verfassungsschutz für ernst genommen. Jetzt mache ich es noch weniger. Ich habe auch vorher schon Auflösung Verfassungsschutz gefordert und jetzt noch mehr. Allerdings finde ich immer schwierig, dass nach dem Versagen rund um NSU jetzt mehrere Gruppen und Gruppierungen, zum Teil auch Parteien sagen, der Verfassungsschutz muss aufgelöst werden, weil sie eben so gescheitert sind und weil sie so versagt haben. Für mich ist der Grund der Auflösung des Verfassungsschutzes nicht, dass sie versagt haben. Das wäre schlimm, weil im Umkehrschluss würde es bedeuten, wenn sie ihre ganzen geheimdienstlichen Mittel und Methoden richtig angesetzt und angewendet hätten, dann gäbe es jegliche Legitimation für den Verfassungsschutz und die gibt's nicht. Und da würde ich, wäre es gut, wenn es mal so eine Art offenen Tag bei den einzelnen Verfassungsschutzämtern gäbe und man sich mal anschauen würde, wie viele Akten die dort haben. Und die haben so viele Akten nicht nur über Neonazi-Gruppierungen, sondern die haben ungefähr genauso viel über linke Gruppen und ungefähr genauso viel über das, was sie so als die Ausländerextremisten einordnen, bei sich stehen. Und von daher Notwendigkeit für den Verfassungsschutz, dass es die nicht gibt, haben sie spätestens mit NSU bewiesen. Wenn, ja, ich weiß nicht, wenn es irgendwie Interesse zu Einzelheiten rund um NSU gibt, also wie da was abgelaufen ist oder müsste da vielleicht einfach nochmal entsprechende Fragen stellen. Eigentlich auch mein Plan, Katharina, dass ich jetzt erstmal im Podium nach Fragen frage. Das war ja unheimlich viel an Infos. Und haben jetzt die anderen hier erstmal direkte Fragen an Katharina? Bisschen schlucken. Das war ja wirklich eine ganz schöne geballte Menge an Dingen und vor allem jetzt auch direkt aus eurem Untersuchungsausschuss. Okay, klar, bei dem Thema fällt es wahrscheinlich leichter. Ich bin ja auch stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsausschuss zum Flughafenskandal in Berlin und kann deswegen interessanterweise halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie so ein Untersuchungsausschuss läuft, wenn mal keine parteipolitischen Interessen mit dranhängen. Ist wahrscheinlich beim NSU-Thema ein bisschen einfacher, als es bei so einem blöden Bauskandal ist. Aber ist das so wirklich gar so, dass da, also ich meine, sagen wir mal so, zumindest die Regierungsfraktionen müssten ja schon ein Interesse haben, ihre jeweiligen Innen- und Justizminister irgendwie in Schutz zu nehmen.
Na klar, also das gibt's, ne? Also ich meine, in den 90er Jahren war CDU A allein regierend und B gab es dann die Koalition mit der SPD, die entscheidende Phase 96, 97, 98. Da war eben Schwarz-Rot-Regierung und die SPD stellte den damaligen Innenminister, den Dr. Richard Dewes, der sich selber der linken SPD zuordnet. Das kann man jetzt einordnen, wie man will. Und die CDU schießt immer auf das damalige Innenministerium zum Beispiel und legt da die Verantwortung hin. SPD schießt auf das heutige Innenministerium, das ist jetzt heute CDU geführt, und versucht da die Verantwortung rüberzugeben und im Umkehrschluss dann CDU wieder aufs heutige Justizministerium, weil das SPD geführt ist. Aber das sind eher Nebenschauplätze gemessen an dem A, großen Untersuchungsthema, welches vorliegt. Und B ist es dann schon so, dass die Parteischwierigkeiten kommen weniger unter SPD, CDU, Linke zum Tragen. FDP ist so gut wie raus, also zwar ein Sitz, aber der Mensch kommt früh, unterschreibt und geht dann wieder und ist nicht da. Das ist schon ein bisschen sehr schwierig. Und die Grünen, naja, da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Da kommt nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Und so ist es schon sehr stark und sehr weit ein Miteinander im Versuch aufzuklären, inwieweit Thüringen damit drin hängt. Ich glaube, dass die Interessen, warum man das versucht aufzuklären, unterschiedlich gelagert sind. Also natürlich versucht die CDU, die Sicherheitsbehörden da rauszuhalten in einem gewissen Sinne. Also ja, die haben Fehler gemacht, aber die Fehler führen nicht dazu, dass ja, das ist jetzt eine Auflösung, eine Umstrukturierung oder benötigt. Und ähnlich ist da auch die SPD strukturiert. Aber das ist sozusagen nur die Motivation der Fragestellungen. Das ändert aber nichts am Inhalt der Fragestellungen, die dort auftauchen. Ansonsten merkt man maximal noch den größten Unterschied im Aktenlesen selber. Also wir müssen uns immer eintragen, wenn wir die Akten lesen. Und zum Teil müssen wir auch eintragen, welche Akten wir gelesen haben. Und da sieht man schon, dass von einigen Fraktionen nur die Mitarbeiter lesen gehen und die Abgeordneten selber so gut wie gar nicht oder vielleicht bisher einmal da waren und das, wie gesagt, bei einer Menge von ja, zwei LKWs voll ausgedruckter Seiten. Aber ich hätte gedacht, das ist schlimmer. Das ist im Untersuchungsausschuss und dann vor allem im Vergleich zu anderen Ausschüssen ist das schon ein sehr weitgehendes Miteinander, was da stattfindet. Weitere Fragen erstmal? Du hast einen Röver erwähnt. Ich kenne ja nur die Presseberichte davon. Es sind ja echt spannende Geschichten über dem in den Medien gestanden, vom Fahrradfahren, vom Barfußlaufen und so weiter. Irgendwie zeigt das schon auch, dass der ganze Verfassungsschutz in Thüringen ein bisschen seltsam aufgestellt war, oder wie würdest du das bewerten? Es ist nicht schlimm, wenn jemand auf Arbeit Fahrrad fährt. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand auf Arbeit barfuß läuft. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass man sich darüber so empört. Ich finde es ehrlich gesagt eher witzig und lustig. Und für mich ist das nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, hat er seine Arbeit damals richtig gemacht und das hat er nicht gemacht. Also Röber ist definitiv ein Vertreter von A, Extremismustheorie, Links-Rechts-Gleichsetzung und B, ist er selber ja letztendlich der rechten Szene zuzuordnen. Mir hatte gestern irgendjemand erst per Twitter den Link geschickt, wie Röwer bei einer Veranstaltung der Jungen Freiheit über NSU spricht. Und wenn man dann noch weiß, wo er seine Bücher veröffentlicht, also das ist eher das Kritikwürdige an Röwer und nicht, dass er Fahrrad fährt oder barfuß läuft. Also das sind für mich Äußerlichkeiten, von denen man keine Rückschlüsse eigentlich ziehen sollte. Um dann anzuschließen an die Arbeit. Es gab ja heute die Presseveröffentlichungen von den, ja, inzwischen 129 Helfern. Ist da in der Vergangenheit irgendwie schon in Thüringen hier Information aufgetaucht in diesen Aktenbergen oder irgendwelche Hinweise? Es gibt jetzt mittlerweile drei Listen. Es gibt die 41er-Liste, das sind die engeren NSU-Helfer und Unterstützer. Von denen standen auch bisher Namen immer mal wieder in der Zeitung drin. Das geht los mit Mandy Struck über Thomas Starke, Jan Werner, Ralf Wohlleben, Jürgen Helbig und so weiter und so fort.
Dann gibt es die 100er-Liste. Das sind diejenigen, die dem Umfeld NSU zugeordnet werden. Und zwar Ende der 90er bis Mitte der 2000er Jahre ungefähr. Und dann sind sogar einige drin, die erst seit 2, 3 Jahren zum Beispiel in Thüringen als Neonazis aktiv sind. Die 129er-Liste, die setzt sich jetzt unter anderem zusammen aus der neu gefundenen Garagenliste. Also 98 bei der Garagendurchsuchung wurde ja neben Sprengstoff und dem Pogromli-Spiel wurden Briefe zwischen Mundlos und Stape gefunden und es wurden 2 Telefonlisten gefunden. Die eine ist in den Akten schon mit drin gewesen und die andere noch nicht. Und auf der anderen, der neuen, die ist jetzt fort, über 4 Wochen ungefähr wurde das, ist die gefunden worden in einer alten Rewe-Tüte in der Asservatenkammer. da stehen neue Namen drauf und diese Namen und noch einige mehr, die jetzt über die BKA-Verhöre geäußert wurden, ergeben dann die 129 Personen. Gibt es noch weitere Fragen von euch hier am Podium? Ja, an der Stelle auch ein bisschen ergänzen, weil das ist, wir haben da tatsächlich einige Parallelen zwischen dem, also abgesehen davon, dass wir jetzt in Berlin keinen eigenen NSU-Untersuchungsausschuss haben, auch wenn die Grünen gerade schon wieder an den ersten Stellen rumposaunen, wir bräuchten sowas auch und das müsste unbedingt und hast du nicht gesehen, dass diese ewige Geheimniskrämerei halt auch einfach macht, außer irgendwie dem Aufklärungsanspruch, den mehrfach geäußerten Aufklärungsanspruch zu unterstützen. Kann halt auch bestätigen, was Katharina da sagt. Wir haben da diesen Geheimschutzraum und vor kurzem hatten wir ja gerade erst dieses Riesending, dass beim Berliner Landesverfassungsschutz diese Akten abhanden gekommen sind, beziehungsweise Akten vernichtet worden sind, die eigentlich in das Landesarchiv hätten gehen müssen. Dann irgendeinem völlig unerfindlichen Grund eben doch wieder aufgetaucht sind und angeblich hätten rekonstruiert werden können. Dass man den Akten übrigens nicht ansah, das habe ich gesehen, so viel kann ich mal verraten. Da ist halt auch dieses ewige Theater, also das, was Katharina gerade schon gesagt hat. Du sitzt dann da in diesem Geheimschutzraum, das ist ein Raum ohne Fenster mit einem Tisch und hast da, das war jetzt zuletzt, 18 Leitsordner vor dir stehen und sollst dann da so weit drin rumschmökern mit und hast auch die Möglichkeit, ja auf Papier irgendwie Notizen zu machen. Bei uns haben sie es ja dann nur gleich noch cleverer gemacht, da gab es die Unterteilung in VS vertraulich und VS NFD gar nicht, die haben für uns Abgeordnete einfach alles auf VS vertraulich gesetzt, sodass wir nicht mal in der Lage sind oder waren, unsere Notizen mit aus diesem Geheimschutzraum rauszunehmen. Das heißt, im Geheimschutzraum, im Abgeordnetenhaus von Berlin, liegt jetzt ein Brief, also ein großer, also so ein DIN A4-Umschlag mit meinen Notizen der letzten paar Lesesitzungen in diesem Geheimschutzraum. Und ich dürfte da reingehen, sie mir nochmal angucken, wo ich mir auch die Akten halt nochmal angucken dürfte. Und dürfte sie halt nicht mit rausnehmen, was die ganze Geschichte mit den Notizen halt langfristig eigentlich völlig ad absurdum führt, weil was bringt's mir denn, sobald ich rausgegangen bin? Da gewinnt halt irgendwie der mit dem fotografischen Gedächtnis, zu dem ich jetzt definitiv nicht gehöre. Und dieses ganze Theater, um einfach dieses total tolle und geile Geheimdienst spielen irgendwie zu rechtfertigen. Und ich kenne die Storys vom Verfassungsschutz ja auch zu Genüge. Man hört halt auch immer wieder so einen Rotz und da tun sich, glaube ich, der Bundes- und diversen Landesämter für Verfassungsschutz tun sich dann halt auch wirklich nichts. Das ist definitiv kein spezielles Thüringer Problem, sondern in Berlin halt auch, wo eben unter anderem, da hatten wir ja das Spielchen Thomas Starke da war es allerdings das Landeskriminalamt Berlin, diesen Typen mal eben 10 Jahre lang für was auch immer bezahlt hat, nur eben nicht für das Liefern von wirklich sinnvollen Informationen. Sowieso die Frage ist bei Thomas Starke, der ist ja im Lanzer-Verfahren angeworben worden als V-Person des LKA.
und ist innerhalb des Lanzer-Verfahrens ist er aus der Nazi-Szene ausgestiegen. Da fragt man sich, was hat er die darauf folgenden 7 oder 8 Jahre überhaupt noch berichtet? Also das ist ja bei Thomas Starke nochmal das Entscheidende. An der Stelle ich sagen, ich habe es gelesen. Geordnet und so. Hat vorgegriffen. Peter, ich glaube, du hast noch eine Frage gehabt, zumindest hast dich in Stumm gehabt. Ich würde Katharina noch was fragen. Und zwar, es ist ja ziemlich offensichtlich, dass Römer als der Hauptverantwortliche für das Failen aufgrund seiner sehr surrealen Auftritte und so weiter dargestellt wird. Es ist auch so, dass in der Presse immer wieder rüberkommt, wenn ich das verfolge, dass gesagt wird, ja, wenn die einen anderen Verfassungsschutzpräsidenten gehabt hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Und der Verfassungsschutz als solches ist ja super in Ordnung, wenn er nicht so scheiße aufgebaut worden ist. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Gibt es irgendwelche strukturellen Unterschiede aus deiner Perspektive des Verfassungsschutzes Thüringen zum Beispiel zum Verfassungsschutz Baden-Württemberg oder Berlin, die ja nun nicht von sehr surrealen Leuten aufgebaut worden sind? Strukturelle Unterschiede gibt es keine. Die Verfassungsschutzämter funktionieren in den einzelnen Bundesländern exakt genauso nach den ähnlichen oder zum Teil eben auch selben Vorgaben. Und es ist auch ein Fehler, sich da so auf Röber zu stürzen. Der bietet natürlich für Medien, für Presse und für die Öffentlichkeit alle Gründe zum Reiben, alle Gründe, um sich an ihm zu empören oder über ihn zu empören. Aber es ist falsch zu sagen, ohne Röber wäre das nicht passiert. Deswegen ist ganz klar, dass Röber höchstwahrscheinlich sogar die kleinere Rolle spielt und eine ganz andere Rolle entscheidend wird, nämlich die sogenannte Hessen-Connection. Also wir haben in Thüringen, ist ja klar, kurz nach der Wende, die entscheidenden Personen können nicht weiter in solchen Ämtern angestellt bleiben, aufgrund ihrer zum Teil Stasi, DDR-Treue, wie auch immer, Vergangenheit, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und es werden Leute gesucht aus den alten Bundesländern, die Aufbauhilfe leisten in den neuen Bundesländern. Und nach Thüringen kommen verrückterweise sehr viele Hessen. Und wenn man sich dann mal anschaut, was sind das für Leute, wo kommen die her, was haben die vorher gemacht und, dann stellen sich schon viele Fragen. Also wir haben unter anderem den Herrn Nocken, den Herrn Wiesner, die beide aus Hessen kommen. Es kommen insgesamt noch weitere 5 hochrangige Beamte im Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz und dann eben auch zum Teil in Regierungsministerien dazu, eigentlich genügend Gründe auf der Hand lagen, die nicht im Verfassungsschutz anzustellen beziehungsweise zu übernehmen. Und beim Herrn Nocken ist ja sogar noch, dass er, ihm wurde vorgeworfen, also war er in Hessen beim Verfassungsschutz und da hatte er den Vorwurf, dass er beim Führen eines V-Mannes mit letztlich ja nonverbalem Druck bis hin zu Gewaltausübung die Person erst zu einer Aussage bekommen hätte. Da geht es ganz konkret um die zweite RAF-Ration, also im der sogenannte Nonne-Fall, wo Nocken mit involviert gewesen sein soll. Und Nocken holt dann weitere Personen aus Hessen nach Thüringen. Und wir haben hier ich bin absolut kein Fan und auch eher eine Gegnerin von Verschwörungstheorien. Aber das ist schon sehr merkwürdig, wer da kommt, wann die kommen, in welchen Positionen die eingesetzt werden und wann die wie im NSU-Fall sozusagen in den 90er Jahren und dann auch Anfang der 2000er Jahre unterwegs waren. Was die wussten, was sie mit ihren Informationen angefangen haben oder besser nicht angefangen haben und wo sie zum Teil auch ganz konkret und bewusst die Weitergabe von Informationen verhindert haben. Da sind wir im Untersuchungsausschuss, das wird jetzt im April, Mai, Juni wird das höchstwahrscheinlich irgendwann eine Rolle spielen, wo wir das dann auch über den Untersuchungsausschuss öffentlich machen können, was über die Akten zu finden war. Also es gibt, ich kann es zumindest andeuten, Tino Brandt, die Topquelle des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, sagt aus, nachdem die 3 untergetaucht sind, sie sind sehr wahrscheinlich nach Sachsen untergetaucht, weil sie dorthin Kontakte unter anderem über die HNG, also Neonazi-Truppe, die Neonazi-Gefangene in Gefängnissen unterstützt hatten und haben. Sie sind mit dem Auto von Ralf Wohleben abgetaucht
Und sehr wahrscheinlich hat dieses Auto Andreas Rachhausen gefahren. Das ist einer der führenden Neonazis aus Seifert-Hudolstadt gewesen in dem Zeitraum. Und was ja mittlerweile klar ist und bewiesen ist, es stimmt, dass sie nach Sachsen abgetaucht sind. Es stimmt, dass der Kontakt über die HNG kam. Das ist nämlich der Mundlos-Thomas-Starke-Kontakt. Also Mundlos hat Starke im Knast über die HNG mitbetreut. Das heißt, wir haben der Informationen sind schon zutreffend. Und warum sollte dann die dritte, nämlich dass Rachhausen das Auto zurückgeholt hat aus Chemnitz, warum sollte die nicht zutreffend sein? Nach meinem Verständnis, A, sagt in den ersten Infos das Richtige, B, er hat überhaupt keinen Grund, da irgendjemanden anzuschwärzen oder eben auch zu lügen. Das heißt, es ist zutreffend, Rachhausen hat das Auto geholt, zurückgeholt, das Fluchtauto. Der Fassungsschutz, da gibt es ein sozusagen, ich nenne es jetzt mal eine Verweigerungshaltung, mehr kann ich da momentan noch nicht zu sagen, dass eben diese dritte Information nicht richtig wäre. Und dann gibt es im Schäferbericht ausgeführt, dass die Gewährsperson Alex, also Gewährsperson ist so eine Stufe, bevor man V-Mann wird, glaubwürdig bekundet hätte, dass Rachhausen nicht das Auto geholt hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich war im Großen und Ganzen, aber die Frage dahinter ist, wer ist Gewährsperson Alex? Und wir haben das mittlerweile rausbekommen, wer GP Alex ist. Und ich freue mich richtig drauf, den Wiesner und den Nocken in einer der nächsten Sitzungen des Untersuchungsausschusses zu fragen, warum sie diese Information vorenthalten haben, warum sie die nicht an entsprechende Stellen weitergeleitet haben und warum sie sogar die Information als Fehlinformation eingestuft haben. Nämlich, wenn man dem nachgegangen wäre und den Herrn Rachhausen mal gefragt hätte, wo haben Sie denn das Auto exakt geholt? Woher haben Sie überhaupt die Information bekommen, dass das Auto dort steht und? Dann hätte man höchstwahrscheinlich auf die drei in ihrem ersten Versteck stoßen können. Und da sag ich, es ist nicht Röver, es ist die Hessen Connection, die dahinter steckt. Und wer weiß, ob Röver bis ins letzte Detail überhaupt Bescheid gewusst hat über die einzelnen Sachen. Ich will das auch nochmal ganz kurz bestärken. Ich habe in den Chat eben einen Link reingepastet. Dabei handelt es sich um den Vortrag vom 29C3, den die Anne Roth da gehalten hat zum Thema Verfassungsschutz. Der Titel war The Best of Verfassungsschutz, Entstehungsgeschichte und so die krassesten Stories seit Gründung dieser Behörde. Da könnt ihr später einfach mal durchklicken. Da ist auch die Präsentation mit dran, die sie hat. Und den Link auf das Video findet ihr da, glaube ich, auch ganz easy. Da fällt es einem halt auch nochmal wie Schuppen von den Augen. Peter, bitte. Ich habe diese Frage ja eigentlich auch ganz bewusst so provokant gestellt, weil es geistert ja auch innerhalb der Piratenpartei immer noch ein tiefgehender quasi religiöser Glaube an die Unfehlbarkeit von Behörden rum. Und darum wollte ich einfach nur mal das Ganze entkräften, dass es immer nur an Personen liegt. Also dann ging es mir bei dieser Frage. Hast du dann noch weitere Fragen dazu? Weitermachen wollen. Olli hat ja schon ein bisschen vorgegriffen mit der Situation in Berlin, mit der Darstellung. Gibt es da noch was zu ergänzen oder wollen wir da zum Daniel wechseln, Olli? Nochmal ganz kurz, weil da definitiv noch ein paar Dinge sind, die Erwähnung finden sollten. Ich meine, jetzt tatsächlich habe ich mir diese V-Personen-Akte von Thomas Starke ziemlich intensiv angeguckt, weil wir die ja auch schon vor ein paar Monaten im Geheimschutzraum des Abgeordnetenhauses vorliegen hatten. Darf da nicht allzu viel von erzählen. Eine interessante Geschichte ist es halt nur, dass genau dieser Geheimschutz bezüglich des V-Manns Thomas Starke vom Innensenator Henkel ja die ganze Zeit damit begründet wird, man dürfe den Mann nicht weiter gefährden und seine V-Personentätigkeit beziehungsweise er hätte Schutz auf seine Persönlichkeitsrechte beziehungsweise eben entsprechend auf Geheimschutzzusicherung, die das Berliner LKA
über den Generalbundesanwalt Thomas Starke damals zugesichert hätte. Jetzt ist halt der Witz, dass die zumindest mal die Informantentätigkeit von Thomas Starke lustigerweise im Jahr 2001 dazu geführt hat, dass im Rahmen des Lanzer-Verfahrens sein Schwager und Mitangeklagter Jean-René Bauer ihm schon in seiner Wohnung, also wirklich 2001, ist der von seinem Schwager vermöbelt worden, eben genau deswegen, um eine Rücknahme einer Aussage ihn zu einer Rücknahme dieser Aussage zu bewegen und eben weil bekannt war, dass der dem LKA da Informationen liefert, die dann natürlich im Lanzer-Verfahren ziemlich gut gebrauchen konnten. Ich glaube, ich erzähle auch nichts viel, wenn ich sage, dass auch nach dem, was ich sonst so gelesen habe über Thomas Starke, dass auch nach eigentlich so die einzigen sinnvollen Informationen sind, die von diesen V-Mann jemals gekommen sind. Dafür halt diesen ganzen Geheimschutzaufwand und dafür halt auch der Versuch, uns da die Aufklärungsarbeit so schwer wie möglich machen, steht halt in keinem Verhältnis. Wenn man sie dann drauf anspricht, oder wenn man ihn dann drauf anspricht, wird unser großartiger Innensenator, der Frank Henkel hier in Berlin, auch nicht müde, uns immer wieder zu erzählen, er hätte davon ja nichts, er hätte ja überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas an Sachverhalten zu verschleiern, die er nicht verantwortlich ist, und er ist ja jetzt erst seit anderthalb Jahren Innensenator. Also maximale Ergänzung. Natürlich will der Verfassungsschutz sich selbst erhalten. Also gerade da alles verleugnen, dass sie Akten schreddern, Akten verstecken, Akten nicht zugänglich machen und, ist letztendlich ein Selbsterhaltungstrieb und ist höchstwahrscheinlich das einzig klare Indiz und der einzig klare Beweis, den man je dafür bekommen wird, dass der Verfassungsschutz mehr wusste über NSU als das, was bis heute öffentlich geworden ist. Also für mich ist immer noch die alles entscheidende Frage, 4. November 2011 erschießen sich die zwei in Eisenach. Am 8. November 2011 gibt es im Bundeskanzleramt ein Treffen der ganz hohen, also Bundesamt für Verfassungsschutz, Präsident, PKA, Präsident und, Merkel mit dabei. Also alle Größen der Größen sind dort vor Ort. Und es gibt vom Generalbundesanwalt die ganz klare Ansage, keinerlei Akten werden vernichtet. Alles, was irgendwie mit dem Thema Rechts zu tun hat, kommt zu mir. Und was passiert am 11.11. in Köln? Also am 11.11. in Köln arbeitet nach meinem Vorurteilswissen niemand, sondern alle sind irgendwo draußen am Trinken und Feiern und Fasching machen. Am 11.11. in Köln beginnt im Bundesamt für Verfassungsschutz mittags die Schredderaktion von sieben Aktenordnern. Das ist das, was man weiß. Vielleicht sind es ja auch mehr gewesen. Und die geht, so hört man, am Sonnabend, den 12.11. weiter. In der deutschen Behörde, natürlich, am Freitagnachmittag und am Sonnabend. Und sie schreddern Personenakten aus der Operation Rennsteig. Das ist zumindest eine Weile als Information nach außen gekommen. Ob die nun wieder stimmt, ist auch unklar. Aber warum schreddern sie und wen schreddern sie und warum machen sie das, nachdem diese Ansage gekommen ist? Und warum macht das ein Abteilungsleiter aus dem Bundesamt, der in dieser Abteilung, wo die Akten lagen, überhaupt nichts zu suchen hat? Also das hat nichts mehr mit Verschwörungstheorie oder irgendwas zu tun, sondern da ist ganz klar, die haben was zu verheimlichen, die haben was zu verbergen und zu verdecken und das versuchen sie mit allen Möglichkeiten, die sie haben. Und in Sachsen geht es dann weiter, in Berlin ging es weiter mit dem Schreddern. Also natürlich der Verfassungsschutz wird alles dafür tun, dass es keine Aufklärung geben wird. Ja, mal ganz schnell, ich hatte das ja in meiner letzten Plenarrede auch erwähnt. Das ist ja das Großartige, weißt du, letzte Woche haben wir diese geschredderten Akten ins Abgeordnetenhaus bekommen. Wir hatten also insgesamt zwischendurch so knappe 4 Tage im Geheimschutzraum den ganzen Kram zu lesen, zu studieren und uns da ein paar Notizen zuzumachen. Und in der Sitzung letzte Woche des Ausschusses sitzt dann der Interims, also der kommissarische Leiter des Verfassungsschutzes in Berlin, der Herr Palender,
rum und weist mal darauf hin, dass die Akten ja jetzt nur noch fürs Parlament bereitgehalten werden und dass man dann ja jetzt auch irgendwann auch mal einen Hinweis braucht, wann man die Akten endlich vernichten darf. Also, kann ich ein bisschen aus Nordrhein-Westfalen berichten, wobei wir nicht ganz so nah dran sind. Es gibt eben keinen Ermittlungsausschuss in Nordrhein-Westfalen. So muss man wissen, dass in Nordrhein-Westfalen insgesamt 3 Anschläge stattgefunden haben. Einer schon im Jahr 2000, da hat es einen Anschlag gegeben auf ein kleines Geschäft, so einen kleinen Geschäftsinhaber, beziehungsweise in dem Laden hat es so eine kleine Sprengstoffanschlag gegeben. Das war mehr oder weniger der Auftakt dieser ganzen Serie. Etwas später, in 2004, hat es einen verheerenden Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße gegeben. Also dazu muss man wissen, die Kolbstraße, das ist so ein regionales Zentrum, kann man fast sagen, in Köln-Mülheim mit fast ausschließlich türkischen Geschäftsinhabern, auch, wie sagt man, entsprechend türkischer Beschriftung in den Geschäften und so weiter. Ein Zentrum, was eben viele anzieht, die daherkommen. Da ist eine mit, ja, ich würde mal sagen, so 10 cm, 12 cm langen Nageln gefülltes Fahrrad als Bombe platziert und gesprengt worden. Und diese Nägel flogen da halt durch die Gegend, haben so sehr viele Leute schwer traumatisiert. Aber was die besondere, ja, was das besondere Dramatik eigentlich dahinter ist, dass man unmittelbar nach dem Anschlag eigentlich schon so tat oder feststellte, das können hier überhaupt kein extremistischer Anschlag gewesen sein, das muss irgendwas anderes, organisierte Kriminalität und so weiter und so fort sein. Das heißt, man hat die Opfer allein gelassen in ihrer Verletzung, in ihrer Verunsicherung, darüber hinaus sogar ja streckenweise noch verdächtigt. Das sind also teilweise eben so derjenige, vor dessen Laden dieser Fahrrad gesprengt wurde, verdächtigt, sozusagen da was mit zu tun zu haben. Es wurden verdeckte Ermittler eingesetzt, die in dieser Straße rumliefen und die traumatisierten Leute da ausspionierten und so. Also ganz übel, weil die eben in ihrer Verzweiflung nicht ernst genommen worden sind. Das hat eben dazu geführt, dass die Leute sich total alleingelassen gefühlt haben und sich total abgekapselt und zurückgezogen haben. Das ist eine Sache, die also praktisch erst durch das Bekanntwerden dieser Serie heutzutage sich geändert hat, dass das ein bisschen wieder in Fokus gekommen ist, dass das eigentlich Opfer sind und dass die unsere Hilfe brauchen. Und es hat 2006 einen Mordanschlag auf einen in Dortmund auf einen Kioskbesitzer gegeben. Was mich so fassungslos macht, ist diese Darstellung, dass diese NSU-Terroristen, das sind eben so eine kleine versprengte Gruppe von so Querkopfköpfen aus dem fernen Osten. Ich kann nicht glauben, dass die einfach so nach Nordrhein-Westfalen in irgendeine beliebige Stadt fahren und dort entweder einen Sprengstoffanschlag oder einen Mordanschlag durchführen, ohne dass die in Nordrhein-Westfalen ihre Komplizen haben. Da erfährt man gar nichts von. Ich kann nicht glauben, dass die da im luftleeren Raum operiert haben. Und dann kommt jetzt noch die Situation dazu in Köln. Also du hast eben, Katharina, du hast eben von dem Schreddern der Akten gesprochen. Wir haben in Köln eine ganz ähnliche Situation, die mit diesem allerersten Sprengstoffanschlag mit einem kleinen iranischen Geschäft zu tun haben. Da sind Beweismittel vernichtet worden, also genau genommen so Spuren, die an dieser Sprengvorrichtung gesichert worden sind. Die sind in der Kölner Staatsanwaltschaft bzw. in der Kölner Polizei vernichtet worden, weil die nicht mehr weiter gelagert worden sind. Und das führte dann dazu, dass man natürlich nach dem Bekanntwerden der Mordanschläge oder so keinerlei DNA-Material mehr zum Vergleich zur Verfügung hatte, um das jetzt eindeutig da irgendwie nachzuweisen, was eben ja eine katastrophale Situation ist. Da habe ich auch dazu nachgefragt im Landtag,
ob Ihnen da noch mehr Fälle bekannt sind und ob Sie das denn so okay finden, dass man ja in einem Sprengstoffanschlag gefundene Beweismittel, dass man die so schnell nach so ein paar Jahren schon wieder vernichtet, während jeder Steuerpflichtige dazu verpflichtet ist, für 10 Jahre seine Rechnungen aufzubewahren. Es steht irgendwie in keinem Verhältnis. Und dann gibt es die Beobachtungen zum Beispiel, das ist auch nie geklärt worden, in Köln unmittelbar vor dem Nagelbombenanschlag sind 2 verdeckte Ermittler in der Kolbstraße gewesen oder 2, wie sagt man, 2 V-Leute in der Kolbstraße gewesen. Die müssen also sozusagen den Sprengstoffanschlag live beobachtet haben. Aber es ist nicht aufzufinden, ob die jemals vernommen worden sind, diese V-Leute. Das ist also so eine ganz haarsträubende Geschichte, dass ich kann nicht glauben, dass man da V-Leute hinschickt oder dass man verdeckte Ermittler hat und die nicht, dass man die nicht verhört und dass es da keine Aufzeichnungen gibt. Das ist für mich völlig unerklärlich. Und was den Dortmunder Anschlag angeht, auch da haben wir ja zumindest gerüchteweise Hinweise darauf, dass es durchaus seitens der Dortmunder Polizei Hinweise darauf gab, dass diese Rechtsextremen mundlos da schon unterwegs waren, ohne dass in die Richtung tatsächlich ausreichend ermittelt worden ist. Also wir haben schon sehr deutlich das Gefühl, dass da einiges, sei es nun von den Verfassungsschützern, sei es nun eben von den Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen, einiges unter den Teppich gekehrt worden ist, aber wir haben im Moment eben keinen Anpack, an welcher Stelle wir da weiter forschen. Also das eine ist die Telefonliste, die gefunden wurde in der Garage und auf der sehr viele Personen stehen mit Städten dahinter, in denen dann später auch Morde geschehen. Und das andere jetzt gerade in Bezug auf Dortmund, also es gibt einen Menschen, der Kontakt auch gesucht hat und der, das war jetzt auch vor 2 Monaten, 3 Monaten im Bundesuntersuchungsausschuss Thema. Das ist halt das Problem. Wir können in Thüringen sozusagen nicht die Einzelfälle aus anderen Bundesländern untersuchen, sondern immer nur das, was irgendeine Thüringen-Spezifik aufweist. Und dieser Mensch, AHV-Person der Dortmunder Polizei, und der sagt, dass er 2 Tage vor dem Mord in Dortmund abends von Toni Stadler, wir können ja alle mal vielleicht schnell googeln, wer Toni Stadler war oder ist, V-Mann, sächsischer, aus Sachsen, Neonazi, V-Mann, der dann später nach Dortmund gegangen ist. Und von dem sei er angerufen worden, um 2 Personen vom Bahnhof abzuholen. Und das hätten sie dann auch gemacht. Das wären ein Mann und eine Frau gewesen. Die Frau hätte ein Basecap so tief ins Gesicht gezogen gehabt, dass er sie nicht erkannt hätte. Der Mann, den hätte er erkannt und den hätte er dann im Jahr 2011 wiedererkannt als Uwe Mundlos. Und dieser Mann hat Toni Stadler eine Waffe nach vorne gegeben. Und daraufhin hätte Toni Stadler gesagt, hier, ich habe dir doch gesagt, es ist überhaupt kein Problem, Waffen zu besorgen. Was klar ist, ist, dass er definitiv V-Person der Polizei war. Inwieweit die Geschichte stimmt, dass er mit Toni Stadler zusammen Uwe Mundlos und dann eben wahrscheinlich Beate Zschäpe in Dortmund herumgefahren hat, ist bisher nicht nachgewiesen werden. Aber klar ist, 2 Tage später geschieht der Mord in Dortmund. Und es ist alle Orte, an denen Morde geschehen sind, ist es so, dass es Nazi-Strukturen gibt, die mindestens maximal über 2 Ecken zu Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe führen. Also von daher müsste man mindestens in jedem Bundesland, in dem es Morde oder Anschläge gegeben hat, müssten Untersuchungsausschüsse eingerichtet werden. Und theoretisch höchstwahrscheinlich in allen Bundesländern, weil die Neonazi-Strukturen funktionieren eben nicht losgelöst voneinander. Er gesagt hat, genau dieselbe Geschichte habe ich auch schon 1:1 gehört und keinen Grund, dem da irgendwie zu misstrauen. Was mich insbesondere eben erschreckt, ist, wie wenig man sich dafür bislang interessiert hat, für diese Darstellungen und wie sehr ja eine Verstrickung letztlich dieser V-Leute
Leute, dieser V-Person unmittelbar in die Tat selber stattgefunden hat, wo man also sagen kann, da kann ein Interesse daran liegen, diese Geschehnisse zu verbergen, weil man irgendwie doch mehr wusste, aber aufgrund der Tatsache, dass es sich eben um V-Leute handelt, die nicht offenbaren kann. Und dann stellt sich dann direkt wieder die Frage, da die V-Leute ja oftmals Geld bekommen haben von dem Verfassungsschutz oder von den Polizeibehörden für ihre Bespitzelungstätigkeiten, inwieweit sie überhaupt erst die ganze Szene in die Lage versetzt haben, diese Anschläge durchzuführen, also sozusagen unmittelbar finanziert haben. Und das ist natürlich eine sehr peinliche Vorstellung, denke ich, für den Verfassungsschutz, mit dem Geld unmittelbar an solchen Anschlägen, zu solchen Anschlägen geführt zu haben, was natürlich dazu führt, dass man das vielleicht nicht so gerne zu lügen mag. Dann noch ein Peter aus Baden-Württemberg mit seiner Meinung dazu, mit seinen Erfahrungen. Magst du? Ich kann zwei Dinge sagen. Einerseits ist hier ja ein Polizistin ermordet worden und ein anderer Polizist verletzt worden durch die NSU. Das ist ein Aspekt der Taten der NSU in Baden-Württemberg. Das andere ist, Baden-Württemberg war für die NSU absolut ruhiges Hinterland. Die haben hier Urlaub gemacht, die sind hier hingefahren mit ihrem Wohnmobil, haben sich auf Rastplätze gestellt, mit Nazis getroffen, Partys mit Verfassungsschützern bzw. Verfassungsspitzeln gemacht und ein laues Leben geführt, wenn sie nicht gerade irgendwo gemordet oder Banken überfallen haben. Das heißt, es gehört zusammen. Ist einer ihrer Kontaktleute derjenige, also einer ihrer Kontaktleute in Baden-Württemberg, derjenige Verfassungsschutzspitze gewesen, der in Baden-Württemberg den Ku Klux Klan gegründet hat. Der hat sich mit den drei NSU-Mitgliedern in Baden-Württemberg getroffen, Partys mit ihnen gemacht, Geldgeschenke von ihnen empfangen, um die Nazi-Szene in Baden-Württemberg aufzubauen, die Freien Kameradschaften und andere. Gleichzeitig hat er sie auch bei sich besucht. Das ist halt eine Sache. Das andere ist der Mord an Michel Kiesewetter. Da ist alles verschlampt worden, was man verschlampen konnte. Zuerst gab es halt diese Phantomen. Gestersuche mit dem verschmutzten Trägern für NS-Material, das ist vergeigt worden in Baden-Württemberg. Dann hat sich der Soko-Leiter darauf festgelegt, dass es Sinti und Roma waren, hat auch in der Presse, bis klar war, dass es die NSU war. Der hat also noch einen Tag bevor die NSU aufgeflogen ist, behauptet, Michel Kiesewetter wäre aus dem Umfeld von Sinti und Roma ermordet worden. Er hätte da klare Verdachtsmomente und so weiter. Diese These hat er weiter verbreitet. Als dann klar wurde, dass Michel Kiesewetter nicht von Sinti und Roma ermordet worden ist, ist nichts passiert. Sondern in Baden-Württemberg ist man einfach zur Tagesordnung übergegangen und hat geschwiegen. Das, was man hier sehr gerne tut. Es ist gleichzeitig ist die Ku Klux Klan-Affäre aufgetaucht. Da hat man einen Sonderermittler eingesetzt, der hat festgestellt, es waren halt zwei Polizisten, Mitglied des Ku Klux Klan in Baden-Württemberg. Die sind nicht mehr zu belangen, weil das ist alles schon ganz lange her. Es gab mehrere Polizisten in Baden-Württemberg, die sind nicht Mitglied des Ku Klux Klan geworden, weil sie dem radikal waren. Das ist eine vollkommen absurde Vorstellung, dass in Baden-Württemberg Polizisten rumlaufen, die einer rechtsradikalen Vereinigung zu rechtsradikal sind. Über diese Polizisten konnte der Sonderermittler nichts sagen, weil die waren nicht in einer verfassungswidrigen Organisation, darum kann man ihnen ja nichts vorwerfen. Außerdem wüsste er nicht, wer es war. Statt dass er mal beim Verfassungsschutz nachfragt, dessen Spitzel Chef des Ku Klux Klan ist, da passiert nichts. In Baden-Württemberg wird hier alles permanent unter der Decke gehalten und immer dann, wenn was hochkocht, wenn also die Bundestagsabgeordneten, die im Bundestagsuntersuchungsausschuss sitzen, etwas sagen zu dem Thema, dass man Aufklärungsbedarf in Baden-Württemberg sieht. Die Grünen überlegen, einen Untersuchungsausschuss zu fordern, ein LKA-Ermittlerteam eingesetzt, das prüfen soll, inwieweit
die NSU-Strukturen in der Zukunft für Baden-Württemberg noch eine Gefahr bedeuten. Die Vergangenheit wird hier überhaupt nicht aufgeklärt. Danke. Ich überlege gerade, wir haben jetzt eine Stunde hier uns ausgetauscht, dass wir mal hier die Zuhörer mit dazu ziehen. Ich habe jetzt schon 2-3 Mal das Wortmeldungspad gepostet. Da ist aber noch niemand, der was fragen will. Falls doch jemand da ist, bitte einfach ans Saalmikro hupfen. Das ist direkt über euch und dann tun wir euch mit ins Gespräch einbeziehen. So, auf dem Podium gibt es erstmal noch gegenseitig Fragen oder Informationen dazu. Was mir vorhin mal eingefallen ist, diese ganze Problematik auch in Köln und so weiter, wobei ich jetzt nicht weiß, wo das Opfer wirklich her war, aber da gab es ja auch diesen Empfang beim Bundespräsidenten und eine Schwester von einem Mordopfer ist ja dem Empfang genau aus den Gründen ferngeblieben, weil sie da scheinbar irgendwelche Dinge vermutet. Wisst ihr da Näheres dazu? Einen sehr guten und sehr langen Brief geschrieben, warum sie nicht teilnimmt. Und ich fand es nur nachvollziehbar, dass sie sagt, sie braucht keine Beileidsbekundung, sondern sie will Aufklärung. Und dass er endlich mal seine Möglichkeiten als Bundespräsident eben einsetzt und nutzt, um zu klären, warum wurden Akten geschreddert, von wem wurden die geschreddert und eben im optimalen Falle auch, was stand da drin. Also ich fand den Brief von ihr sehr bewegend. Von meiner Seite aus. Nicht weiter. Gibt es den veröffentlicht im Web? Auf alle Fälle veröffentlicht worden. Ich suche gerade mal einen Link raus. Sehen und ich konnte es halt auch völlig verstehen, dass im Grunde genommen, was bei mir ankam, war, hört auf mit dieser scheinheiligen Scheiße, die so, dieses Mitgefühl, davon kann sich keiner von uns was kaufen. Das macht vor allem die Jahre, und das sind ja wirklich Jahre gewesen, diese jahrelangen Verdächtigungen macht das halt nicht wieder wett. Und da muss man halt dazu, sich ins Gedächtnis zu rufen, weißt du, es ist damals so gewesen, ja, nicht etwa von den Ceska-Morden oder von den NSU-Morden, das wusste ja keiner, die Rede war, sondern von den Döner-Morden und von der Soko Bosporus, weil halt in Richtung Rechtsterrorismus überhaupt nicht ermittelt wurde. Und das muss man halt auch nochmal an der Stelle erwähnen, dass das Bundeskriminalamt an diesem ganzen Theater und vor allem auch daran, dass es dass halt einfach nichts aufgeklärt wurde, dass das Bundeskriminalamt da auch massiv eigene Anteile dran hat, eben durch diese ganzen Ermittlungsfails. Und da sind halt die Familien verdächtigt worden. Da sind die Familien teilweise, also ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall Familienangehörige von Opfern mehrfach zum Verhör geholt worden, weil man irgendwie versuchen musste zu erklären, dass ja es sich da irgendwie um ja kriminelle Organisationen beziehungsweise organisierte Kriminalität handeln muss. Und keiner kam halt auf die Idee, dass bei dieser Mordserie irgendwie ein Nazi-Hintergrund vorhanden sein könnte. Und darunter haben die Angehörigen jahrelang leiden müssen. Die erste Wortmeldung im Pad. Rick Siebert, kommst du bitte ans Saalmikro? Ich wollte eine kurze Nachfrage stellen. Katharina hatte vor einiger Zeit, ich glaube beim Chaos Communication Kongress, das kurz angeschnitten. Es gab einen Bericht darüber, dass Akten aus den einzelnen Landesämtern vom Verfassungsschutz nach Berlin gebracht werden sollten. Da gab es Informationen, dass verhindert werden sollte, dass die dort ankommen. Gibt es da mittlerweile neue Erkenntnisse? Also ist immer noch der Stand. Das, wie gesagt, das waren diese zwei LKWs auf dem Weg zum Bundesuntersuchungsausschuss. Es ist halt, sind halt die Aktenzulieferer aus Thüringen, also diejenigen, die sozusagen Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses sind von der Landtagsverwaltung, sind mehrfach angerufen worden, wo sich die zwei LKWs gerade befinden, wo die sich aufhalten. Und aufgrund dessen, dass auch Innenminister anderer
Bundesländer vorher so viel Ärger gemacht haben und gesagt haben, das geht nicht, dass ihr die Akten ungeschwärzt nach Berlin schickt, war in Thüringen bei denen wohl die Befürchtung, die reelle Befürchtung, dass versucht wird, diese zwei LKWs zu stoppen. Und daraufhin haben sie gesagt, sie wüssten nicht, wo sich die LKWs aufhalten, obwohl sie die ganze Zeit informiert waren, wo die LKWs sich gerade befinden. Was der neue Stand ist, die zwei Aktenladungen sind in Berlin in der Vorschwärzung. Da haben sich die Obleute des Bundesuntersuchungsausschusses darauf verständigt, dass sie die Akten nicht ungeschwärzt lesen werden. Und da ist gerade eine Sondergruppe, ja, die eben in den Thüringer Akten alles schwärzt. Und noch Sinn macht, die überhaupt zu lesen, kann sich jeder selber denken. Ja, das ist auch so ein lustiges Ding, dass ich jetzt gerade erst vor kurzem bei so einer ultrageheimen Sitzung des Innenausschusses hatte. Offensichtlich gibt's da noch mehr geheimen, also VS-Stufen als bisher bekannt war. Man sollte ja meinen, dass in den Sitzungen, die schon als VS-geheim gekennzeichnet sind, dass da dann wenigstens offen über Dinge gesprochen wird, gerade eben den Abgeordneten gegenüber. Und wenn es dann von den entsprechenden Beamten auch noch heißt, nee, darüber können wir gar nicht reden, dann ist auf jeden Fall irgendwas ganz böse am Schiefhängen. Also hatten wir halt gerade erst in einer geheimen Sitzung. Die entsprechenden Kreise völlig unabhängig von der direkten parlamentarischen Kontrolle arbeiten, oder Olli? Parlamentarische Kontrolle ist einfach nicht möglich, wenn du von vornherein davon ausgehen musst, dass du unter keinen Umständen alle Informationen kriegen kannst. Es gibt ja, theoretisch zumindest, gibt es eine parlamentarische Kontrolle, nämlich die, in Thüringen heißt das abgekürzt PKK, die Parlamentarische Kontrollkommission, aber das ist lächerlich, das ist, wie nennt man sowas, so ein Feigenblatt ist das für Abgeordnete, dass man angeblich den Verfassungsschutz kontrollieren könnte. Also, mal erklären, wie das abläuft. Mitgliedern der PKK weiß überhaupt, wann Sitzungen der PKK sind. Die dürfen das nicht irgendjemandem bekannt geben. Es sitzen nicht von allen Fraktionen Abgeordnete in der PKK, sondern nur von den größten Fraktionen. Dann ist so, dass der Verfassungsschutz in diesen Sitzungen den Mitgliedern der PKK Informationen gibt. Also der Verfassungsschutz entscheidet, was und wie er informiert. Natürlich dann die Abgeordneten nachfragen und können versuchen, irgendwas rauszubekommen. Was der Verfassungsschutz ihnen darauf antwortet, können sie wiederum nicht nachprüfen. Angenommen, es gibt jetzt irgendeinen Tipp an ein Mitglied der PKK, von wegen informier dich mal über die darüber, was zum Beispiel mit Tino Brandt ist. Dann würde der das in der PKK nachfragen. Der Verfassungsschutz würde sagen, okay, das ist ein V-Mann von uns, aber weitere Details würde er im Zweifelsfall schon wieder nicht bekannt geben. Also der Verfassungsschutz entscheidet, was er den Mitgliedern der PKK überhaupt an Informationen gibt, welche Akten er ihm vorlegt, welche Vorgänge er ihm vorlegt oder eben auch welche er ihm nicht vorlegt. Und von daher, das ist eine komplette Illusion, dass sich ein Geheimdienst kontrollieren lassen würde. Also allein sich das vorzustellen, das ist ein Geheimdienst. Natürlich lässt er sich nicht kontrollieren und natürlich wird er, wenn es so ein irgendwie genanntes Gremium gibt, alles dafür tun, dass das Gremium der Illusion erliegt, dass sie kontrollieren würden. Aber faktisch ist es nicht so. Ich habe im Chat zeitlich was dazu gepostet. Möchtest du dazu auch was sagen, Nemo? Dann komm bitte ans Saalmikro. Es kennt ja nicht jeder die Klassifizierungsstufen, deshalb sind hier die vier Grundklassifizierungsstufen einfach nur mal zur Kenntnisnahme, damit jeder weiß, was es eigentlich für welche in Deutschland üblicherweise gibt. Was der Verfassungsschutz wie einstuft, die Geheimhaltungsstufe streng geheim anschaut und dann guckt, was passieren könnte, wenn das irgendwo öffentlich werden würde, nämlich es gefährdet die Bundesrepublik oder ein Bundesland. Das ist total lächerlich. Wenn ich mir vorstelle, was ich da zum Teil für Akten lese, die diesen Verschlusssachen-Stempel haben, streng geheim,
würde überhaupt niemanden gefährden, wenn das öffentlich werden würde. Und entscheidet ja wieder der Verfassungsschutz, was könnte denn den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Also das geht gar nicht. Was in diesen VS-NFD-Sachen steht, meine Güte, das sind Sachen, die schon Jahre vorher in der Zeitung gestanden haben, oftmals zumindest. Also das ist mir halt auch, das ist mir auch aufgefallen. Ich bewege mich jetzt hier, wenn ich die ganze Zeit rede, wahrscheinlich genau wie du, Katharina, irgendwo in der Grauzone. Wahrscheinlich könnten uns jetzt dauernd hier auch irgendwelche Leute verklagen. Das Ding ist halt, wenn ich beim Aktenstudium im Geheimschutzraum sitze und die Dinge, die ich mir tatsächlich, die ich in meinem Kopf mit nach draußen trage, was ich danach mache, ist, mich an meinen Rechner zu setzen und versuche irgendwie über das Archiv vom APABITS oder über Publikative oder über Indie Media zu verifizieren, was ich da in diesen VS-Akten gelesen habe. Oft genug kommt es so vor. Also dieses ganze Theater, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du gerade noch gemeint hast, Katharina. Es ist ja tatsächlich, es geht ja bei diesem ganzen Gedöns um Verschlusssachen, um Geheim und um Strengheim tatsächlich meiner Meinung nach in keinem Fall darum, dass in irgendeiner Stelle die Existenz der Bundesrepublik Deutschland gefährdet wäre, sondern schlicht und ergreifend der Ruf des Landes- oder Bundesamts für Verfassungsschutz. Das mal Punkt 1, das ist ein reiner Selbst-, also ein Behördenerhaltungstrieb. Und wie willkürlich das ist, kann man halt einfach wirklich daran sehen, die V-Personen-Akte von Thomas Starke, die wir im Geheimschutzraum vorliegen gehabt haben. Es ist halt ganz lustig, dass in der ganzen Akte überall das gestempelt war auf VSNFD. Und 3 Tage bevor das Material ins Abgeordnetenhaus geliefert wurde, ist es auf VS-vertraulich hochgestuft worden. Da haben wir so einen kleinen Vorteil dadurch, dass der Innenminister bei uns eben alles freigegeben hat. Das führt dann auch manchmal dazu, der Herr Horch, das ist der mit der höchsten Geheimhaltungsstufe, also Sicherheitsüberprüfung im Untersuchungsausschuss, da kommt es dann manchmal dazu, dass wir einem Zeugen ein Dokument vorhalten wollen, um ihn zu konfrontieren mit der Falschaussage, die er vorher gemacht hat, oder auch der Nichtaussage, die er vorher gemacht hat. Und wir können das nicht, weil das eben höher eingestuft ist als VSNFD. Und Herr Horch schaut sich das dann an und kann dann vor Ort sozusagen wie der Gott des Verfassungsschutzes das herabstufen auf die Stufe, dass es vorzeigbar ist in einer öffentlichen Anhörung. Das geht bei uns in Thüringen, aber aus anderen Bundesländern und auch im Bundesuntersuchungsausschuss, da funktioniert das so überhaupt nicht. Da wird dann wirklich eher alles nach oben und höher eingestuft, als es der Öffentlichkeit irgendwie breiter, stärker zur Verfügung zu geben. Auch einmal ganz massiv darauf einwirken, dass wir wirklich da irgendwie differenzieren zwischen dem, was da im streng geheim und so weiter steht, dass es wirklich die lebenswichtigen Interessen betrifft. Ich könnte mir eher vorstellen, wenn man an Rufschädigungen, an die ganze Geschichte denkt, dass eine Geheimhaltung gerade in dem NSU-Fall eher schädlich ist als eine Darstellung, eine Öffentlichkeitsmachung. Finde ich, dass sozusagen im Nachgang der ganzen Untersuchungsausschüsse sollten die Protokolle der Untersuchungsausschüsse komplett öffentlich gemacht werden. Das steht ja so komplett bisher auch noch nicht fest, dass das stattfindet. Also allein in den Wortprotokollen findet man ja schon sehr viele Informationen, die sonst nicht so der Öffentlichkeit zugänglich sind. Ob das dann komplett auch stattfinden wird und ob das auch die vertraulichen Sitzungen betreffen wird, naja, das ist ja eher zu bezweifeln. Also zumindest da könnte man ja schon mal versuchen anzusetzen, das hinzubekommen. Und ansonsten ist natürlich eine Frage, die man mal stellen kann im Parlament, wer entscheidet eigentlich, was ist VS-vertraulich, geheim, streng geheim, NFD und nach welchen Kriterien findet es statt? Gehen. Da immer noch keine Fragen und keine Wortmeldungen gibt,
Und wir gerade schon damit anfangen, eigentlich so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Was könnten wir denn insgesamt bewegen, deutschlandweit? Wir haben erfahren heute Abend, dass die Bundesländer da eigentlich irgendwie Ländergrenzen hochhalten, die für einen Untersuchungsausschuss gerade in solchen Fällen überhaupt nicht sinnvoll sind. Was ist eure Meinung? Sollte man da so eine bundesweite Behörde schaffen und die Länderbehörden komplett abschaffen? Oder was denkt ihr? Würde ich an der Stelle gleich mal anfangen, weil wir haben jetzt beim Fraktionentreffen in Kiel uns da auch lang und breit drüber unterhalten. Und das gab auch ein bisschen eine kontroverse Debatte. Also was so ein bisschen der Konsens, glaube ich, gewesen ist, zumindest bei denjenigen, die sich an der Innenrechtdebatte beteiligt haben, war, dass der Verfassungsschutz selbst ja irgendwie so eine politische Präventionsaufgabe hat. Und wenn wir uns da mit der Geschichte ein bisschen auseinandersetzen, dann kann man halt ganz schlicht und ergreifend sagen, das braucht kein Schwein. Also ist halt schlicht und ergreifend nicht notwendig, das zu tun. Es gibt da irgendwie Möglichkeiten, wenn an irgendeiner Stelle sich eine kriminelle Vereinigung gegründet hat oder eine terroristische Vereinigung gegründet hat. Die Linksradikalen unter uns kennen alle den Paragraphen 129a. Polizeibehörden genügend Möglichkeiten, da an der Stelle zu ermitteln. Es braucht also diesen Verfassungsschutz, also diesen Geheimdienst nicht. Alles, was irgendwie strafrechtlich verfolgbar wäre, da könnten Polizeibehörden entsprechend eingesetzt werden und bräuchten auch keine geheimdienstlichen Aufgaben also in ihrer originären Form irgendwie zu übernehmen. Das heißt, dieses Trennungsgebot Geheimdienste und Polizeibehörden wäre weiterhin gegeben. Darüber hinaus haben wir uns noch darüber unterhalten, wie weit dieses V-Personenwesen Sinn macht. Und wir haben auch einhellig festgestellt, dass es gibt keinen. V-Personenwesen hat noch nie Sinn gemacht und das V-Personenwesen kann auch gar keinen Sinn machen, weil man halt, Paradebeispiel ist halt wirklich Tino Brandt, der ja mit der ganzen Geschichte irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwas mit 10.000 Euro hatte ich mal gehört, über die Jahre verteilt. Soll er damit bekommen haben. Und er hat halt damit den Thüringer Heimatschutz aufgebaut. Diese schon ziemlich militante Nazi-Organisation. Sprich, du kriegst, frei verfügbare oder frei erfundene Informationen und hilfst den Nazis damit, ihre Organisationen aufzubauen. Braucht kein Schwein, weg damit. Also sprich, wir können sowohl auf den Verfassungsschutz und zwar auf Landes- und Bundesebene, als auch auf die V-Personen und das ganze V-Personenwesen verzichten. Mal als Aufgabe an die Partei formulieren, diesbezüglich mal einen Entschluss zu fassen. Denn ich sag mal, seitens der Fraktion haben wir ja jetzt noch keine eindeutige Beschlusslage. Ich würde gerne einen entsprechenden Antrag mal einbringen in den Landtag. Aber jetzt ganz eindeutiges Beschlusslage noch nicht. Was wir bräuchten, ist im tatsächlichen Beschluss auf Parteiebene. Ergänzen oder wie auch immer, nicht 10.000, sondern 100.000 Euro hat Tino Brandt bekommen. Und in den Jahren 94 bis 2000 sind allein in Thüringen 1,5 Millionen Euro an V-Leute geflossen. Und ausgehend von der Menge der V-Leute in der rechten Szene kann man schon davon ausgehen, dass es mehr als 1 Million war, die auch in die Nazi-Szene oder an Nazi-Spitzel geflossen ist. Da kommt ja dann noch der steuerliche Vorteil sozusagen, dass die V-Leute selber keine Steuern darauf zahlen, logischerweise. Und der Verfassungsschutz zahlt eine Pauschalsteuer in Höhe von 10% an die Finanzämter für die Honorare der V-Leute, die ausgezahlt werden. Und ich glaube, der Mindeststeuersatz in Deutschland liegt bei 15%. Also ich bin sonst nicht so eine Vertreterin von, man muss Steuern und Bürokratie und überhaupt alles machen und erfüllen. Aber das ist schon, also da wird mit mindestens doppeltem Maß gemessen und da bekommen die V-Leute bekommen eine Unterstützung, die nicht nur finanziell ist, sondern die bekommen ja auch eine infrastrukturelle, also in Form von Rechnern, in Form von Autos, die zum Teil zur Verfügung gestellt werden, Handys in den 90er Jahren, Wohnungen, die angemietet werden und, und. Also das erreicht ein paar Höhen, die da schwindelt manchmal, wenn man sich das alles durchliest.
Und dazu gehen sie dann immer mit ihrem V-Mann-Führer noch ganz nett essen. Am meisten Tino Brandt dann immer Hirschkeule oder Rehrücken mit Preiselbeeren und irgendwas. Das steht alles in diesen V-Mann-Akten drin. Ich stelle fest, das Berliner Landeskriminalamt zahlt wesentlich schlechter und geht auch viel stilloser essen. Wir haben in Thüringen auf jeden Fall einen V-Mann-Führer mit seinem Nazi sich an einer Raststätte getroffen hat. Raststätten sind übrigens die Orte, an denen sich die meisten der Treffen ereignen, jedenfalls ausgehend von den Thüringer Akten, die wir lesen konnten. Und das auf der Sachabrechnung, also was sozusagen das Treffen gekostet hat, 3 oder 4 Schachteln Zigaretten standen. Wenn man dann aber weiß, dass der Nazi Nichtraucher ist, weiß man halt auch, dass der V-Mann, der Verfassungsschutzmitarbeiter, da sozusagen zusätzlich nochmal den Staat oder wie auch immer um Kohle betrügt, um sich seine Kippen zu kaufen auf Kosten des Verfassungsschutzes. Jemand am Saalmikro, Mr. Pip, magst du fragen? Hey, schönen guten Abend an alle hier. Die sind jetzt gerade mal ein bisschen zu platt geworden, irgendwie mit den Zigaretten, die sich dann da noch jemand einsteckt oder der kleinen Bescheißerei. Wird überall, also zeig mir mal den Bereich, wo nicht. Da zeige ich dir hier in Berlin einen Haufen Sozialprojekte, wo irgendwie die ganzen Sozialarbeiter bescheißen. Das finde ich jetzt ein bisschen einseitig. Und eigentlich mal Verfassungsschutzding hier nochmal nachfragen hier. Vom oben. Ist klar, wieso ihr jetzt drauf gekommen seid, dass gleich der komplette Verfassungsschutz abgeschafft gehört. Ich sehe zwar wohl, dass hier in Thüringen, wahrscheinlich auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wahrscheinlich auch, viele der Damen und Herren, die in solchen Stellen arbeiten, offen der rechten Szene zugehörig sind. Unabhängig davon kann es doch für so einen Staat ganz interessant sein, Informationen über bestimmte Szenen zu erhalten, bevor es zum großen Radatsch kommt. Also es gibt ja halt nicht nur die Nazi-Szene, es gibt ja auch irgendwie eine frei aufgestellte Rocker-Szene, so diese ganzen Hooligan-Geschichten laufen nebenbei, es gibt eine Türsteher-Szene, Rotlicht-Milieu-Szene und. Also die Geheimdienste sind ja jetzt nicht nur die Nazi-Szene aktiv, also wir haben eine Frage, warum hier so komplett abschaffen. Ich sehe durchaus oder könnte mir durchaus Situationen vorstellen, an denen es sinnvoll wäre, da Leute zu haben, die mal ein bisschen umgucken vorher. Geht an dich, Olli. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Also ich habe eine lange und eine kurze Antwort. Ich fange mal mit der kurzen an und die besteht nur aus 3 Worten. Es geht nicht. Funktionieren nicht. Wir haben seit Jahrzehnten diese Landes- und Bundesämter für Verfassungsschutz und tun einfach nicht das, was sie ursprünglich tun sollten, nämlich diese Verfassung schützen. Also, sie können es nicht und sie tun es nicht und sie wollen es nicht. Und das hat uns die Geschichte gezeigt. Und ich meine, spätestens jetzt, seit des Bekanntwerdens der NSU-Mordserie und eben all der Verstrickungen, und nach mindestens einem gescheiterten NPD-Verbotsverfahren und nach einem zurückgezogenen NPD-Verbotsverfahren, wo ich mal von ausgehe, dass auch an der Stelle das Vorhandensein von VSV-Personen an den Schalt- und Waldstellen dieser Partei nicht ganz unbeteiligt war, hat das Konzept auf ganzer Linie versagt. Und wir müssen uns keine Behörde halten, die wir parlamentarisch nicht kontrollieren können, die keinerlei positive Effekte bewirkt und uns einen Haufen Geld kostet. Das ist einfach unnütz und deswegen gehört das Ding abgeschafft. Und darüber hinaus haben wir halt mit diesen Bundesämtern und mit diesem Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz auch ein ganz klares Problem, dass es Das führt jetzt tatsächlich zu weit. Die Exekutive der Extremismustheorie an der Stelle führt zu weit jetzt für diese Diskussion gerade, aber sie tun nicht das, was sie tun sollen, wir können sie nicht kontrollieren und sie funktionieren nicht. Ein paar Antwort geben. Vielleicht noch der Hinweis, wir haben ja nun zweifellos
beobachtet, dass hier Fehler gemacht worden sind. Es sind mindestens ein Dutzend Menschen gestorben, die nicht hätten sterben müssen, wenn von Anfang an in die richtige Richtung ermittelt worden sind. Sie haben also tatsächlich nicht funktioniert. Aber man muss sich dann eben auch die Frage stellen, wie arbeitet man das dann auf? Du musst ja irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen. Und für meinen Erachtens kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir suchen jetzt irgendwie die ausführenden Personen, die Fehler gemacht haben, sondern du musst die dafür verantwortlichen Personen finden. Und wir sitzen nun mal in dieser Struktur an den entsprechenden Schaltstellen, in den Ämtern, auf den entsprechenden Führungspositionen und so. Und da reicht es eben nicht aus, jetzt mal so ein Bauernopfer zu nehmen und das vielleicht zu entlassen, sondern du musst dann überlegen, da stimmt wohl irgendwie grundsätzlich was nicht in dieser Struktur. Und deswegen ist es vielleicht notwendig, Tabula rasa zu machen und die dafür erforderlichen Strukturen eben neu, aber dann vielleicht richtig aufzubauen. Und da wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass man sagt, wir lösen diese Ämter kurzerhand auf. Okay, ich wollte jetzt auch noch was zu deiner Frage sagen. Alle Beispiele, die du genannt hast, Rocker-Szene, Türsteher-Szene, Rotlichtmilieu, da Verfassungsschutz nicht, weil ist nicht seine Aufgabe. Der Verfassungsschutz darf nur politischen Extremismus, Schwerstkriminalität, organisierte Kriminalität und Terrorismus beobachten. Bei Rockern keinerlei Terrorismus, Schwerstkriminalität und organisierte Kriminalität vielleicht schon, aber tut er nicht. Er hat da keine Spitze, er arbeitet auch nicht dazu, weil interessiert ihn nicht. Türsteher-Milieu sowieso nicht, weil da ist gar nichts von den ganzen Sachen vorhanden und Rotlichtmilieu auch nicht. Ja, die arbeiten nicht dazu. Dazu kommt als letztes, selbst wenn er da arbeiten würde, immer dann, wenn einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes eine Straftat bekannt wird, muss er das gesamte Verfahren an die Polizei abgeben, weil wir haben, und das ist gut so, aus der Vergangenheit der Deutschen heraus eine strikte Trennung, die immer weiter aufgeweicht wird, zwischen Geheimdienst und Polizei. Das heißt, wann immer eine Straftat begangen wird, ist das sowieso Aufgabe der Polizei. Und da weiß ich nicht, da die Polizei sowieso schon Mitarbeiter, Undercover-Mitarbeiter besitzt, die arbeiten in diesem ganzen Milieu, wofür man dann den Verfassungsschutz noch braucht. Man braucht ihn einfach nicht. Noch nicht einmal, um irgendwelche Kriminalität zu bekämpfen. Ganz kurz noch. Mareike hat mich gerade noch um das erinnert. Und das ist wirklich ein nochmal sehr guter Punkt. Es gab diverse Hinweise und also Meldungen an den Verfassungsschutz über den Ku Klux Klan, den Peter ja eben auch schon erwähnt hat. Und der Verfassungsschutz beobachtet nicht den Ku Klux Klan, weil er im Grundgesetz bekennt. Nur muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen. Katharina, bitte. Einergänzen, und zwar, man hat so gemeinhin die Vorstellung, dass der Verfassungsschutz die bösen Menschen beobachtet. Das sind jetzt, für die meisten sind es Nazis, für einige mögen es auch Linke sein, für weitere sind es sogenannte Ausländerextremisten und. Und das findet so die Mehrheit der Bevölkerung, findet das im Gesamten richtig und gut im Sinne einer Aufklärung, und im Sinne der Verhinderung von Anschlägen, Angriffen und ähnlichem mehr. Das Erste ist, dass es in Thüringen und im Bundesuntersuchungsausschuss ganz klar herausgearbeitet wurden, die Informationen fließen eben nicht an die Polizei, selbst wenn sie Informationen haben, die zu einer Anschlagsverhinderung führen könnten, geht der Quellenschutz vor. Und nur wenn definitiv garantiert werden kann, dass die Quelle nicht gefährdet wird, wird die Information weitergegeben. Das ist das Erste. Findet man eben nicht über die, ich sage jetzt mal, bösen Menschen in Anführungszeichen Informationen, sondern man findet vor allem richtig viele intime, private Details über Menschen, die, meine Güte, die haben vielleicht mal einen Fehler gemacht, die haben vielleicht auch mal jemanden zusammengeschlagen, die waren vielleicht auch mal irgendwo in einer Gruppe aktiv und haben, was weiß ich, auf welche Art und Weise immer da was mitgemacht.
Aber was über 15, zum Teil 20 Jahre über die Leute in den Akten steht, bis hin zu mit wem sie eine Beziehung hatten, wo sie gerade wohnen, wie viel sie auf dem Konto haben, für was sie ihr Geld ausgeben. Also das ist jetzt mal weg von so Grundaussagen, warum es einen Verfassungsschutz nicht braucht. Mir wird das speiübel, wenn ich das lese. Das ist eine komplette Überwachung. Maschinerie, der keine Grenzen gesetzt sind und die das überwacht, worauf sie gerade Lust hat und die Personen komplett ausforscht, von denen sie der Meinung ist, dass die möglicherweise irgendwas gefährden könnten. Und da geht's in allen Sachen, die ich bisher gelesen habe, geht es nicht um eine Staatsgefährdung. Wirklich nicht um eine Staatsgefährdung. Und das ist, also diese Überwachung steht für mich komplett im Widerspruch zu dem, was ich mir unter einer freien und offenen Gesellschaft vorstelle und auch zu dem, was ich mir unter Demokratie vorstelle. Das ist ein Widerspruch in sich, einen Geheimdienst in einer Demokratie zu haben. Sollte man das auch nochmal unterstreichen, dass die Geheimdienste tatsächlich keine Gefahren abwenden können. Die dürfen das gar nicht. Also die Vorstellung so wie so ein James Bond, der kommt irgendwo hin und verhindert einen Anschlag oder so, das ist im Grunde gar nicht deren Aufgabe. Also die Idee, den Verfassungsschutz mit irgendwelchen Mitteln auszustatten, um Gefahren abzuwehren, ist Unsinn, weil dafür tatsächlich die Polizei zuständig ist. Der Verfassungsschutz soll im Grunde, so ist die Idee zumindest, nur überwachen. Das heißt, das Ganze kann nur funktionieren, wenn der Verfassungsschutz tatsächlich seine Erkenntnisse teilen würde. Und solange er das nicht tut, tja. Nachtrag noch zu dem, was Katharina gerade gesagt hat. Das sollte uns als Piratenpartei auch zu denken geben. Rolf Gössner, einer der profiliertesten Kritiker des Verfassungsschutzes, der 40 Jahre lang, wie jetzt ein Gericht festgestellt hat, zu Unrecht vom Verfassungsschutz bespitzelt und verfolgt worden ist, hat in einem Buch mal geschrieben, um eine sinnvolle Information, die wirklich Sinn macht und gesetzkonform ist, zu erlangen, braucht der Verfassungsschutz von seinen Spitzeln 1800 gesetzwidrige Informationen. Ja? Das heißt, ein Beamter des Verfassungsschutzes speichert irgendwo auf Papier, elektronisch oder sonst wo, 1800 Informationen über Bürger, die er gar nicht besitzen dürfte, die er gar nicht kennen dürfte, weil Spitzel ihm die weitergibt. Wir sind gegen Vorratsdatenspeicherung, aber gegenüber dem, was der Verfassungsschutz an Daten über Menschen, die in seinen Fokus kommen, speichert, ist die Vorratsdatenspeicherung ein schlechter Scherz. Wir sind jetzt eigentlich mit den 1,5 Stunden durch. Wir haben noch 2 Fragesteller. Zum einen Captain am Saalmikrofon, zum anderen haben wir im Wortmeldepad noch was. Das würde ich kurz vorlesen. Könnt ihr eine Schätzung abgeben, wie lange die Untersuchungsausschüsse laufen müssten, um die Verstrickungen des Verfassungsschutzes in die NSU-Aktivitäten aufzuklären? Wer mag da Antwort geben? Zu sagen, in 8 Monaten werden wir fertig sein? Also ich würde sagen, es bräuchte eigentlich noch die jeweils nächste Legislatur dazu. Also das Untersuchungsausschuss, der jetzt neu eingesetzt werden ab September und dann über 4 Jahre. Dann hat man eine Chance, also aufklären in dem Sinne sowieso nicht, aber man hat eine Chance, 30% ungefähr herauszuarbeiten. Fügen dazu? Stell bitte deine Frage. Ich ja weniger nochmal um eine Frage als auch nochmal ein paar Informationen. Es ist ja so, dass normalerweise Beamte bei Kenntnis einer Straftat sofort die entsprechenden Behörden zu informieren haben. Mit einer Ausnahme, das betrifft die Beamten des Verfassungsschutzes. Da haben wir das Problem, was wir vorhin benannt haben. Und das nächste, wenn wir nochmal die Liste der Geheimhaltungsgrade uns angucken, dann ist es einfach ein völliges Unding, dass eine Verwaltung, wie auch immer geartet und auf welcher Ebene auch immer angesiedelt sie ist, in der Lage ist, einen Geheimhaltungsgrad zu erzeugen, an den die gesetzgebende Versammlung, nämlich der Bundestag oder die Landtage, nicht herankommen. Das ist eines der ersten Dinge, die sofort abgeschafft gehören. Und wenn man sich dann noch anguckt, streng geheim, das ist ja hier, kann der Bestand der Bundesrepublik gefährdet werden. Das dürfte also, wenn überhaupt, dann bestenfalls für den Bundesverfassungsschutz zutreffen und auch dort nur für einen Promilleanteil seiner Sachen, für die Landesverfassungsschützer eigentlich schon überhaupt nicht, sodass streng geheim auf keiner einzigen Landesverfassungsschutzakte vorkommen dürfte.
es da Anmerkungen dazu? Ich wollte nämlich jetzt bitten, noch ein abschließendes Statement zu geben, insofern ihr das wollt. Danach würde ich die Aufnahme beenden und ja, dann wird die Diskussion einfach so in einer offenen Runde weitergehen. Katharina, magst du anfangen? Moment, kann ich gar nicht. Also natürlich nicht. Weder zum zum Verfassungsschutz, aber das haben wir ja schon gehabt. Zum NSU sowieso nicht. Vielleicht nur das, ich hoffe, dass es über die Untersuchungsausschüsse, B, über Öffentlichkeit und C, über Journalisten und neu kommt jetzt D dann ab April hinzu, der Prozess gegen Tschepe, dass es über diese vier Instanzen gelingt, wenigstens heranzukommen an das, was NSU ausgemacht hat und möglicherweise noch ausmacht, weil zumindest für mich und für uns steht fest, dass NSU keine Zelle, sondern Netzwerk gewesen ist. Und die Frage ist nur, wie weit das Netzwerk über die Taten der drei Bescheid wusste. Dass irgendwann irgendjemand redet aus dem Bereich Verfassungsschutz oder sei es aus dem Bereich der Neonazis, dass zumindest den Angehörigen der Opfer irgendwann mal eine Antwort oder eine Teilantwort auf die Fragen nach dem Warum gegeben werden kann. Olli, magst du weitermachen? Wahrscheinlich auch jetzt relativ kurz. Auf der einen Seite, was so meine Prognose angeht, bin ich mir tatsächlich noch unsicher, ob Legislaturperiode tatsächlich der Untersuchungsausschuss direkt wieder einberufen wird. Eben gerade wegen des erwähnten Gerichtsverfahrens gegen Beate Tschäpe. Zumindest sind ja entsprechende Gerüchte schon so rumgegangen, dass man da durchaus überlegt, darauf zu verzichten, weil ja das Gerichtsverfahren dann die restlichen Sachverhalte aufdecken müsste. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich leise in die Faust kichern. Hinaus müssen wir schaffen wir halt nicht, wenn wir nicht diese ganze Schlapphut-Geheimnis-Krämerei-Scheiße endlich hinter uns lassen und mindestens mal diese Verfassungsschutzbehörden abschaffen. Das ganze V-Personenwesen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist halt dämlich und überflüssig. Liebe Katharina, lass uns das zusammen machen mit noch, keine Ahnung, irgendwer hat garantiert noch Interesse dran, diesen ganzen Scheiß loszuwerden. Und ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, nachdem Baden-Württemberg ja jetzt schon als Landesverband sich dafür ausgesprochen hat, den Verfassungsschutz in Baden-Württemberg auflösen zu wollen, dass wir in allen anderen Bundesländern auch noch so ein Votum kriegen bei den Piraten und auf Bundesebene auch noch. Also gerne, sehr, sehr gerne. Peter? Ich hoffe auch, dass die Diskussion heute dazu beigetragen hat bei einigen Leuten, nochmal das Verständnis dafür zu schaffen, wie wenig wir den Verfassungsschutz benötigen. Dass er hinderlich ist, dass er im Endeffekt Strukturen, die wir als Piratenpartei nicht wollen, schützt und stützt und dass wir auch daran arbeiten sollten, wo wir in Parlamenten sitzen, wo wir vor Ort sind, ihn abzulösen und abzuschaffen. Ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag weiterhin einen Untersuchungsausschuss dazu haben werden, weil einfach ich nicht sehe, dass die 20% dafür nochmal zusammenkommen. Beispiel dafür ist Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, wo man das nicht will, weil Rot-Grün kein Interesse daran hat. Einerseits mit CDU, CSU und FDP jeweils in den einzelnen Ländern die Auseinandersetzung zu suchen, andererseits weil sie so staatstragend und in diesen Verfassungsschutz, an diesen Verfassungsschutz gebunden sind, dass sie ihn überhaupt nicht in Frage stellen wollen, aber wissen, dass diese NSU-Diskussion den Verfassungsschutz selbst in Frage stellt. Das Dritte ist, ich finde es großartig, dass noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik der Verfassungsschutz als Institution so unter Beschuss stand, wie in dieser ganzen NSU-Affäre, dass die Presse eben nicht einfach schweigend daneben steht, sondern von sich aus auch eingreift, Sachen öffentlich macht und so. Das gibt mir Hoffnung, dass man da
vielleicht dem Ziel, ihn abzuschaffen, ein wenig näher kommt. Ja. Kann ich eigentlich kaum noch was hinzufügen, bis auch vielleicht, dass man sich vor Augen halten muss, die ganze Wahrheit, die wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie erfahren. Die Idee, dass vielleicht dann irgendwann mal einer spricht oder so, das wäre zwar schön, aber es ist ja nun auch wahrscheinlich so, dass auch nicht eine einzelne Person alles weiß, sondern das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die ganze Organisation. Wahrscheinlich nicht einer tatsächlich über das ganze Wissen verfügt. Insofern bleibt wahrscheinlich echt nur die Alternative, aufzuräumen mit der ganzen Struktur und sich dazu durchzuringen, zu sagen, so geht's nicht. Das muss anders funktionieren. Ich hoffe, dass sich in der Partei eben eine entsprechende Mehrheit dazu findet. Ich weiß, dass die Linken in Nordrhein-Westfalen in der letzten Legislatur schon mal einen entsprechenden Antrag eingebracht haben. Also ich denke, dass wir da durchaus Vorlagen haben, auf denen man aufbauen könnte. Ja, mir eigentlich erstmal nur noch, mich bei der Katharina ganz besonders zu bedanken und auch bei unseren Piraten, die hier jetzt mit diskutiert haben. Und dann würde ich alle drum bitten, die Aufzeichnung jetzt zu beenden und rauf in dicken Engel zu hupfen, weil dann können wir über das Thema noch frei weiter diskutieren. Okay, vielen Dank für den Abend. Danke.